Meine Freunde, willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Mountain Blade 2 Bannerlord. Wir chillen hier wieder in dem Turnier. Ich setze wieder auf mich selber, ich bin so arrogant. Mit unserer, oh Gott. Jetzt hoffe ich mal aufs Beste. Ich habe keine Ahnung, wie das mit den Äxten funktioniert. Oh Gott. Au, oh fuck, Alter. Oh, scheiße. Okay. Macht ja gar kein Damage, das Ding, Alter. Es macht ja null Damage, das Teil. Wo sind wir? Pack dein Schild weg. Schild weg, habe ich gesagt. Selber schuld, Alter. Hat gesagt, du sollst dein scheiß Schild wegpacken. Hi. Wünsche viel Glück. Excuse me? Du machst es ja da drüben, ne? Aktuell alle mit einem Kill. Ich mach an. Hier komm mit Jump, Alter. Bam, Alter. Das hat echt abgewehrt. Trottel. Hi. Ich hab den in den Kopf geschlagen, hab den nur 25 Damage gemacht. Lass den Scheiß. Digga, lass den Scheiß jetzt. Trottel. Hast du dir gedacht? Aber hübsche Arena, ich finde es voll hübsch. Also ich bin der Letzte. Learn to aim, du Trottel. Also Bogenschütze gegen einen voll bewaffneten, schwer ausgestatteten Krieger, das ist eigentlich ein echt unfaires Duell, muss ich gestehen. Ja. Oh, was ist das denn? Oh, richtig Herr der Ringe-Vibes, Alter. Okay, der macht nice Damage, aua. Au. Au. Du Assi. Warum schwingt denn der so schnell? Digga. Digga, das wäre fast schief gegangen jetzt. Nein, nicht gehen. Verklick mich mal. Oh, jetzt halte ich einen Banner in der Luft. Huch. Toll. Scheiße, ich sehe nichts. Erstmal den Fuß werfen. Hat natürlich gar keinen Damage gemacht. Okay, das schon. Cool, danke für die Axt. Eigentlich war ich auf der Suche nebenbei für die Mission. Weil die Mission müssen wir ja trotzdem abschließen, damit wir auch unser eigenes Reich gründen können. Was ich ja trotzdem auch langfristig machen möchte. Schauen wir mal kurz in die Schmiedegilde, was die hier so haben. Was soll das denn sein? Mhm. Haben nicht so wirklich was. Was hat denn der Händler hier so? Oh, kann ich damit reiten? Oh. Werden halt ein paar Pferde rekrutieren für unsere normalen Jungs. Können wir denn hier ein paar Ressourcen handeln für Schmiedearbeiten theoretisch? Nicht so wirklich. Hätte ja sein können. Ansonsten auch nur Müll hier, ne? Naja, wir sind für. Ah! Da habe ich nur was gesehen, ganz unten. Ein Lamellen-Halbross-Harnisch. Kostet nur 4,2. So, wir haben übrigens seit 205 Limit. Das liegt nicht daran, dass mein Clan aufgestiegen ist, oder? Nee. Hm. Ah, ich glaube, das liegt an den. Bevor ich jetzt Scheiße erzähle, ich glaube, das liegt an denen, oder? Von denen hat ja auch jeder ein paar Boni. Ich glaube auch, dass die mein Truppenlimit erhöhen. Naja. Wir werden es herausfinden eines schönen Tages. Dann reiten wir mal weiter nach.
Segestia. Warum schlachten die den ganzen Tag Tiere, ey? Vielleicht sollte ich mal wirklich ein bisschen was zu essen organisieren, ansonsten schlachten die irgendwann mal mich. Dann gibt's Krabbe am Spieß, das wollen wir jetzt nicht unbedingt. Da los, ey. Klick, klick. Auf nach... Ah ja, hier. Nee, das ist ein Turnier. Nee, die schlachten mir zu viel Zeug. Was ist hier in der Arena? Segmentscheitelkappe über Kettenhaube. Ist mir zu kompliziert. Was ist da Rangliste? Siege, Sanion 22, Midos 21. Sehr cool. Als ob die den ganzen Tag nichts Besseres zu tun haben, als sich gegenseitig die Fresse einzuschlagen. Na gut. So, das lassen wir mal gelockt. Das darf weg. Rein theoretisch könnte ich es natürlich auch einfach einschweißen lassen. Ich wollte nämlich hier noch Essen gucken, meine Freunde. Wobei es natürlich billiger wäre in den Siedlungen selber. So, 20 Fleisch, paar Mal Butter aufs Fleisch schmieren, bisschen Käse, bisschen Fisch, bisschen Bier zum Saufen, bisschen Oliven, bisschen Wein, bisschen Fisch, bisschen Bier, bisschen Käse, bisschen Fleisch, bisschen Butter, bisschen Getreide. So, 146. Was? Tage? Müssen wir mal gucken. Lass dich übrigens hier keinen. Mach dir übrigens keinen Stress, ne? Also, Scheiß auf Krieg und so. Peace and Love. Hier. Friede sei mit euch. Alles wird gut. Wer marschiert hier lang? Patrouilliert in der Gegend um Baden. Baden, Baden, hm? Da gibt's auch nichts Interessantes. Dann marschieren wir mal nach Lupfurdum weiter. Jetzt stell dich mal vor, die würden uns jetzt hier... Alter, wie schnell fressen denn meine Leute? Minus 8? Was sind die denn so gefressig? Das sind ja keine Soldaten, das ist ja eine Horde von Fresszwergen. Ich schwöre, ich setze die alle auf Diät, ist mir scheißegal. Da gibt es auch keinen mit dem goldenen Ausrufezeichen. Oh, da ist ein Clan. Ich hasse Clans, weg damit. Kommt! Nein! Sind mir entwischt. Scheiße, was sind die so schnell? Einfach Speedtech an. Kriege ich die trotzdem? Scheiße. Einfach den Turbo anhauen und dann sind sie weg. Ah, jetzt habe ich es erwischt. So, kannst du mir über die Schlacht von Pendrake erzählen? Ich war nicht da. Opfer, da muss ich dich töten. Bin gespannt. 161 gegen 74 Mannen. Haben schon länger keine Schlacht mehr geführt. Ich hoffe eigentlich nur auf reiche Beute, die wir dann für Schmieden verwenden können. So, Leute. Das ist die erste richtige Schlacht, die wir heute führen. Und ich möchte nicht... Die schießen auf uns. Ich möchte nicht, dass wir hier jämmerlich in die Geschichte eingeben für Opfer. Opfer der Geschichte. Warum habt ihr eigentlich unterschiedliche Schilde? Ich hätte ja nicht gerne einheitliche Schilde. Ach, das ist so ein Germane. Na gut. Wer schießt denn da? Oh, hi. Also, oh, warte mal. Stimmt. Oh, ist das geil. Oh, dieser hässliche... Dieser hässliche Bergbauer. Ah. Ah. Scheiße. Mann, wer stellt denn da Bäume hin? Ich liebe die Lanze, Alter. Du reitest rein und tötest einfach alles. Oh, fuck. Was ist denn das scheiß Pferd so unbeweglich? Ich habe da extra das teuerste Pferd genommen, was ich gefunden habe. In Fachkreisen nennt man mich auch den Pferdemörderer. Oh Gott. In Fachkreisen nennt man mich auch den Pferdemörderer. Oder so nicht. Ah, da war... Ja, habe ich sogar den selber getötet. Also eins kann ich euch sagen. Wenn die Lanze trifft, dann trifft sie. Und wenn man nicht trifft, dann nicht.
Also angelegte Lanze ist das Beste auf dem Pferd, was man eigentlich haben kann. Finde ich persönlich. Weil du einfach fast einen garantierten Kill hast, wenn du auf jemanden zureitest. Lass dich nicht stören. Verluste aktuell gar keinen. Sehr erfreulich. Auf feindlicher Seite auch nur 9. Oh, hi. Nein! Oh Gott, scheiße. Oh Gott, um Himmels Willen, was mache ich denn hier? Ich bin ja in ein Wespennest reingeritten. Lasst euch nicht stören, Leute. Ich bin hier nur auf der Durchreise. Tod den Pferden! Wie habe ich den denn erwischt? Man nennt mich auch den Pferdemörder, Alter. Entschuldigung. Ich liebe Pferde. Wurst. Auf die Füße. Auf den Arsch. In die Brust. Wie weit der geflogen ist. Er hat bei den Olympischen Spielen mitmachen können. Ja, er braucht noch Pfeil und Bogen. Komm. Nutzen wir das Ding auch mal, wenn wir schon haben. Ein bisschen Pfeil und Bogen leveln. Zack. Habt ihr gesehen? Hm? Habt ihr gesehen, wie gut ich bin? Er hat sogar fast getroffen. Hi. Digga, der wollte mich angreifen. Haben die alle für Aggro-Probleme? Okay, pass auf, den schieße ich in den Rücken. Naja. Oh, geil, die haben eine Schildkröte gemacht. Für Rom. Ja, ist aber keine richtige Schildkröte. Schildwall im Kreisformat. Schieß auf das Pferd. Auf, jetzt halt, pass auf, jetzt ist er am Boden. Und ist tot. So schnell geht das. Kaum liegen sie am Boden, sind sie tot. Müssen jetzt halt taktisch klug vorgehen. Alle angreifen lassen. Ah, wenn die Musik wechselt, das ist immer ein gutes Zeichen. Dann stehen wir, Alter, dann stehen wir kurz vorm Sieg. Bist du ein Opfer, Alter. Der rennt da gegen so eine kleine Tanne. Wo habe ich den denn getroffen? Am kleinen Zeh oder was? Also mein Pferd ist irgendwie Müll. Das teuerste Pferd gekauft, was ich gefunden habe. Da taugt es nicht mal was. Okay. Dachte ich mir. Das Blatt hat sich gewendet. The tables have turned. Oh, hübschen Schwanz hast du da. Wäre eine Schande, wenn da eine Lanze reinschieben würde. Hm. Hey, wie werten der meine Lanze ab? Sehr gute Arbeit, Leute. Ich bin stolz auf euch. Wir haben es diesen Eleftheroi... Erstmal rausgetappt. Wir haben es diesen Eleftheroi gezeigt. Weil ich nur... Ich wollte eigentlich so machen. Da habe ich auch so den Alt noch dabei gedrückt gehabt. Alt-Tab und dann bin ich rausgetappt. Meine Güte, ich nehme auch jeden Baum mit gerade. Wo sind die denn? Okay, ist egal. Haben gewonnen. Ohne einen einzigen Mann zu verlieren. Muss ich nebenbei erwähnen. Bin auf die Beute gespannt. Und wir werden jede Menge Leute gefangen genommen haben. Jawohl, 50. Das ist schon cool, muss ich gestehen. Das ist alles Müll. Das hätten sie sich auch sparen können. Aber gut. Verhältnis zu Mestre Ricardos wird um 3 auf 10 gesteigert. Wer sind diese ganzen Leute? Was wollen die alle von mir? 62 Level-Ups. Das lese ich doch gerne. Einzige Problem ist, der Sold steigt natürlich auch immer weiter, aber dafür haben wir auch immer bessere Soldaten. Legionarius Aquila Cortales, das sind eigentlich mit schon die stabilsten mit untere Linie. Dann haben wir Extraordinarius. Die hat auch auf die Fresse bekommen. Die auch, was haben die denn alle auf die Fresse bekommen, diese Trottel? Mann, Mann, Mann. Amoral ist super und alle super happy, dass sie ein paar Schlachten gewonnen haben. Wir schauen jetzt mal kurz in die Schmiede rein. Hä, warum geht denn meine Ausdauer immer runter? Das verstehe ich nicht.
Also verstehe ich echt nicht. Jetzt haben wir 75? Ist das immer so random, so wie er Bock hat, oder? Wie muss ich das verstehen? Oh ne, die wollte ich nicht sperren. Die wollte ich nicht. Oh, das ist eine nice Waffe. So. Verarbeiten wir nochmal ein bisschen was zu Kohle. Das Wichtige ist nur, dass ich die Ressourcen dieses Mal auch wirklich locke. Dass wir nämlich nicht wieder die Sachen weghandeln. Dafür gehen wir einmal ins Inventar. Schaf locken wir auch. Können sie essen. Müssen halt nur aufpassen, dass sie sich nicht an der Wolle da... Die Wolle nicht in den Zähnen verheddern. So, locken. Wenn man da nämlich das Ganze sperrt, kann ich nämlich hier oben auf dieses Symbol klicken. Und wird alles rüber geschoben, außer das, was ich quasi gesperrt habe. Dann hergeht und Handel. Dann... Alles rüber. Dann packen die alles rüber, außer das, was ich hier quasi gesperrt habe. Oh, ein Palmatiner. Nicht zu wechseln mit einem, mit einem Dalmatiner. Das Problem ist, dieses Vieh ist so langsam, ey. Aber die haben halt ein bisschen Inventarkapazität, ne? Du gehst drüber. Okay. Fertig. Chill auch hier nochmal ein bisschen. Sind ja schon fast im Norden an der Ostsee angekommen. Okay, nehmen wir noch ein paar Skills. 20% Schaden, wenn ihr eine Einhandwaffe und kein Schild führt. Nehmen wir die zwei Trefferpunkte mit. Zweihändig. Ja, Turnier sei Dank. 30% Schaden gegen Schilde mit Zweihandwaffen. Ich habe. Ja, das Problem ist, ich nutze eigentlich Zweihandwaffen nie, ne? Plus 15% Schaden gegen Schilde durch Truppen in eurer Formation. Okay. Bogen. Minus 50% Präzisionsmaß durch Rotation. Ah, Nachladegeschwindigkeit. Everyday. Lagerkapazität von Lastentieren. Handelsmalus für Reittiere. Minus 10%. 30% Bonus auf die Truppgeschwindigkeit durch Fußsoldaten auf Pferden. 50% Rekrutierungs- ja, für Infanteriegefangene. Ich will aber keine Gefangenen rekrutieren eigentlich. Ein zusätzlicher Nahrungsgegenstand für euren Trupp. Je Nahrungsgegenstand, der bei Dorfüberfallen geraubt wurde. Oh, das ist an sich nice. Abgelegte Rüstung werden an Truppen gespendet, was einen Erfahrungszuwachs zur Folge hat. Okay. Das habe ich auch schon mal häufiger gemacht. Das ist eine nette Sache. Der Handel geht nichts weiter. Das Einzige, was mich jucken würde. Und da geht nichts weiter. Mal die Reitkunst weiter skillen. Okay. Wie war das mit Handel nochmal? Vielleicht können wir uns da ein bisschen drauf spezialisieren mal. So zum Spaß. Handel. Erzielt man durch Handel Gewinne? Also wie man lernt, erzielt durch Handel Gewinne, führt Karawanen. Führt Karawanen. Ich habe eine Karawane. Der macht zwar fast keine Einnahmen, aber theoretisch habe ich eine. So, also Gefangene mal verkaufen hier theoretisch. Ich werde mal nochmal einen Typen anheuern und den dann fragen, ob der eventuell... Das ist eine Festung. Gibt es ja auch Städte? Da ist eine Stadt. Danzig. Jedenfalls, ich werde mal gucken, ob wir irgendwo nochmal einen Kollegen finden, der sich um Karawane kümmern könnte. Dann würde ich jetzt einfach nochmal spontane Karawane ins Feld schicken, hätte ich gesagt. Das ist ja eine Schloss, Burg, Festung. Nennt's wie ihr wollt. Danzig oder Krieg, ha? Leider auch hier kein Ausrufezeichen. Was sagt die Taverne? Du Ernst? Den ganzen Weg hier hochgemacht für nix? Was ist denn der Scheiß so teuer, Alter? Nette Stats? Feinstahl-Hieblanze.
Kann ich aber nicht anlegen, damit ist es scheiße. Oh, das ist aber nice. Upgrade fürs Pferdchen. Oh, Upgrade für meine Hände. Ist auch lustig, ich lasse die Leute zu Hause arbeiten und gehe fett auf Shoppingtour, Alter. So, das kann man verdicken. Ja, apropos, ganz andere Sache. Kann ich denn? Ne, nicht Trupp. Inventar. Ah, hier, schau mal. Gab's nicht einen Auto-Anlegen-Button? Das wäre... Oh, das wäre... Da muss ich mal gucken. Wartet mal, da schaue ich mal ganz kurz jetzt. Weil es gab nämlich Auto-Equipped. Das gab es als Mod. Das weiß ich nicht, habe ich damals immer benutzt. Da konnte man dann Auto-Equip... Upgrade your Equipment. Nicht mein Equipment upgraden. Also auf Steam gibt es keine, leider. Aber es gibt eine über den... Über Nexus Mods. Das Problem ist nur, wenn ich halt über Steam habe und dann mit Nexus Mods wieder kreuz und quer, das führt wieder nur zu Scheiße, ne? Aber gut, ich glaube, ich probiere das dann trotzdem mal aus. Aber das ist nämlich cool, dann kannst du nämlich deinen ganzen Begleiter mit besserer Ausrüstung vollpacken. Finde ich ein bisschen schade, dass es ja so nicht funktioniert. Wäre halt ein cooles Feature an sich. Ist halt so ein Feature, wo du eigentlich bräuchtest. Da kann ich jetzt nicht rüberlaufen, oder was? Scheiße. Wohin gehen wir, nach Russland oder so? Wollen wir das? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen will. Wir gehen mal nach Byzanz rüberkommen. Nee, eh nichts Besseres zu tun hier. Du. Haben wir noch 1100 plus? Ja. Das will auch keiner Krieg erklären, ne? Wo sehe ich eigentlich, ob in meiner Stadt noch gebaut wird? Lehen. Minus 133, so ein Scheiß. Scheiß Garnisone, so teuer. Bauen die noch was? Also würde ich das überhaupt sehen? Zu wenig Infos für meinen Geschmack. Sage ich euch ganz ehrlich. Aber meine Werkstätten machen guten Gewinn. Das ist immer ein kleiner Vorteil. Hi, grüß euch. Na, alles klar. Das wird im Schritt. How are you doing, guys? Singidium. Können wir nach Zermi Cegetusa gehen? Bin übrigens nur noch ein bisschen erkältet. Weiß nicht, vor 2 Wochen mal krank geworden. Immer noch ein bisschen krank. Man wird die Pest einfach nicht los. Naja, ich würde sagen, ich speichere es dann hier erstmal. Werd mir die Mod runterziehen und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Dann vielleicht mit der Mod. Bis dahin, euch allen noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.